Moin Moin und willkommen zu einem etwas anderen Video. Ich bin auf Arkitechnica, übermorgen ist hier der Start, dementsprechend haben wir Freitag. Sonntag geht's hier los und ich bin, unschwer zu erkennen, bei John Deere. Und wir gucken uns diesen ganzen Stand einfach mal schon in der Aufbauphase an. Ich stand gerade noch auf dem Silo Space oben drauf, den haben sie umfunktioniert, so als kleine Plattform. Ziemlich cool gemacht, man hatte einen guten Überblick und jetzt gucken wir uns das Ganze aber mal von vorne an. Denn John Deere hat das hier alles ziemlich cool aufgereiht. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal nach vorne. Ich habe mich direkt mal hier neben den John Deere 8R positioniert und das ist der neue John Deere mit dem neuen e-Autopower Getriebe, also stufenloses Getriebe. Dieser ganze Stand ist aufgebaut nach den Arbeiten, die beim Landwirten eben auch anfallen. Dementsprechend starten wir hier jetzt bei der Gülleausbringung. Das Ganze geht dann natürlich weiter Richtung Aussaat, Dünger, Pflanzenschutz bis hin zur Ernte und schlussendlich sogar zum Futter. Also einmal alles, auch aufgeteilt in Grasernte, Maisernte und Getreideernte. Ich nehme euch mit. Ihr seht schon, die gelben Linien auf dem Boden, die sind natürlich nicht zum Spaß hier, denn die kommen direkt aus der Einzelkornsämaschine und demonstrieren im Prinzip die Saatgutablage. Das Ganze zieht sich dann tatsächlich über den ganzen Stand so weiter, geht dann auch weiter Richtung Maishacke und dort geht es natürlich zum Thema Unkrautbekämpfung maschinell. Und wie man schon sieht, finde ich sehr cool gemacht, wie der Mais sich aufbaut und dann eben durch die Hacke durchgeht. Wir können ja mal weitergehen und gucken, wie es dahinter aussieht. Während hinter mir noch fleißig aufgebaut wird mit auch ziemlich coolen Maschinen, geht es hier in der maschinellen Unkrautbekämpfung weiter. Und nicht nur die maschinelle, sondern auch das typische Spritzverfahren ist hier dargestellt. Und hier auch mit ziemlich coolen Aufbauten, wie ich finde. Denn wir haben ja natürlich das CN12-Verfahren von John Deere. Hier wird natürlich mit Kamerasensoren gearbeitet, welche eben ja, farbliche Unterschiede darstellen und merken und so eben gezielt nur das Unkraut rausspritzen können. Dadurch kann man 2/3 des Pflanzenschutzmittels einsparen. Ziemlich cool gemacht. Vom Mais direkt in den Maishäcksler. Hinter mir steht der 8600i Feldhäcksler von John Deere. Der Kollege hat mal eben 625 PS und damit ist er noch lange nicht das Flaggschiff aus dem Hause John Deere in Sachen Feldhäcksler. Denn da geht noch einiges mehr. Aber jetzt geht es erstmal zum Häckseln und dann zum Silo. Wir kommen zum letzten Schritt in der Silo-Maisernte und natürlich, das ist der Silobau. Der 8R hat das ganz gut im Griff. Silo, einfach echter Mais-Silo wurde hier rangekarrt, aufgeklebt und stellt natürlich einen ziemlich coolen Mais-Silo dar. Ich will nur noch das Abdecken. Und weiter geht's. Ich habe ja noch mal Unterstützung geholt. Wer bist du? Hi, Jonas, ich bin Matthias. Was ist deine Aufgabe bzw. was habt ihr hier vorgehabt? Ja, wir haben uns hier mal Gedanken gemacht, wie man das Innenleben des Traktors besser darstellen kann. Und wie du siehst, haben wir 6920, der hier hinter uns steht, in der Mitte durchgeschnitten. Und auf der anderen Seite den aktuellen 6R. Und wir wollen euch einfach zeigen, ne, was der Technologieunterschied zwischen 20 Jahren, zwischen dem 6920 und dem aktuellen 6R liegt. Also mal eben Baujahr 2003 und Baujahr 2023 direkt nebeneinander. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Ich denke mal, ihr werdet nicht eine Flex genommen haben und einfach mal quer durch. Das ist doch ein bisschen aufwendiger, oder? Genau, wir haben eigentlich die Maschine Stück für Stück auseinandergenommen, ja, alle Komponenten einzeln durchgeschnitten und dann wieder Stück für Stück zusammengebaut. Klingt auf jeden Fall nach einer Heidenarbeit. Wie lange dauert sowas? Ja, wir sind gute 4-5 Monate bestimmt beschäftigt gewesen von dem Start vom ersten Auseinanderbau, bis es dann wirklich hinterher final zusammen war. Krass, also hier liegt einiges an Planung vor der Architektur schon vorweg. Sehr stark, vielen Dank. Weiter geht's mit dem Getreideanbau und ich stehe hier vorm John Deere 8RX 410 und der fährt durch diese Kamerasensoren tatsächlich vollautonom. In Amerika wird das Ganze schon ausgiebig getestet und dort fahren auch einige Radmaschinen, also der 8R, schon autonom. Wir starten natürlich hier in der Bodenbearbeitung, gehen weiter zur Aussaat und dann zum Düngen und Pflanzenschutz bis hin zur Ernte. So, ich sitze hier jetzt auf einer absoluten Agritechniker-Neuheit, der John Deere 340M, eine Selbstfahrerspritze mit Kabine vorne. Das gab es so bis jetzt noch nicht aus dem Hause John Deere und ist schon ein ziemlich cooles Teil. Man hat hier einen guten Überblick. Tatsächlich verfügbar in einigen europäischen Ländern und hier ist die Premiere. Von der Feldspritze zum Mähdrescher und ich stehe hier neben einem 9 Meter Schneidwerk, da sehe ich doch ziemlich klein aus und wir gucken uns das ganze Gerät einfach mal an. Ja, jetzt stehe ich nochmal neben dem Drescher, übrigens ein T670i und der ist ausgestattet mit einem besonderen Gerät, dem Harvest Lab Grain Sensing System, der im Prinzip die Inhaltsstoffe vom Getreide in Echtzeit bestimmen kann. Dabei kann man dann Feuchtigkeit, Stärke und Öl zum Beispiel messen und das mit 4000 Messpunkten innerhalb von einer Sekunde. Thank you.
von der Ernte zur Bodenbearbeitung. Wir stehen hier nicht vor irgendeinem Gerät, sondern vom 9X640, der stärkste Raupenschlepper, den ihr anbietet. Und der hat ja vor kurzem sogar einen Rekord gefangen. Da kannst du uns mehr zu sagen. So sieht's aus. Wir stehen hier vor unserem 640 PS Topmodell und haben dort mit der Zwifter Disc XE Mega von Bettner einen Weltrekord eingefahren. Die Zwifter Disc hatte 18,4 Meter Arbeitsbreite, wahnsinnige Breite, und die hat uns dabei zusammen mit dem 9X geholfen, 761,4 Hektar in 24 Stunden zu bearbeiten. Dabei hatten wir 3,1 Liter Durchschnittsverbrauch und haben sage und schreibe 32,6 Hektar die Stunde bearbeitet. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr stark. Es muss ja ziemlich schicke Aufnahmen gegeben haben, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank. Jetzt sind wir hier bei der Hardware und Software, den Kernkomponenten der Precision Act Technologie von John Deere, und da habe ich natürlich noch einen Profi dabei. Ja, hallo. Ich möchte kurz zeigen, was wir dieses Jahr auf der Messe neu vorstellen. Das ist einmal der Starfire 7500, den wir hier mitgebracht haben. Und da hinten siehst du auch noch unsere neuen Displays, G5 genannt. Und was wir auch natürlich haben, sind neue Funktionen im Operation Center bei John Deere. Und wir haben auch zwei neue Modems, ein R- und ein M-Modem haben wir für die Maschinen verfügbar. Kommen wir zum letzten Baustein vom Messestand, und da geht es natürlich zur Grünlandtechnik. Und hier steht allerhand Maschinen von Mähwerken bis hin zu Presswickelkombis und generell Pressen bis hin zum Häcksler. Steht hier eigentlich alles, was so mit Grünland zu tun hat. Allerdings könnt ihr euch das Ganze selber angucken, denn ab Sonntag öffnen hier die Türen und ihr seid herzlich eingeladen. Ja, wir kommen so langsam zum Ende vom Video und ich werde mich jetzt auch erstmal hinsetzen, wenn ihr hier schon so gut steht. Wir haben natürlich schon einiges gesehen. Ich würde sagen, das meiste könnt ihr aber nur sehen, wenn ihr auch selbst vor Ort seid. Halle 13, Stand John Deere. Hier gibt es so einiges zu entdecken. Für mich tatsächlich kleiner Funfact, das erste Mal Agritechniker. Ich war noch nie hier, und dann direkt mit so einem Videodreh hier auf dem John Deere Stand zu starten während der Aufbauphase. Absolut verrückt. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch hier sehen. Erstmal bis dann.